Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat den nächsten schwachen Handelstag hinter sich. Der DAX startete nach der US-Leitzinsentscheidung bereits im Minus und baute seine Verluste immer weiter aus. Am Ende lag er bei 13.038 Punkten. Das ist ein Minus von rund 3,3% bzw. 446 Zählern. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, das Thema Zinsen hat dem DAX gestern gar nicht gut, oder der DAX, oder das Thema Zinsen ist dem DAX gestern gar nicht gut bekommen, so rum. Wie geht's denn heute weiter? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht immerhin nach einer Gegenbewegung zu dem Abverkauf von gestern aus. Das ist die gute Nachricht, aber viel mehr als eine Gegenbewegung dürfte es nicht sein. Also die Märkte zeigen sich weiterhin nervös und man darf nicht vergessen, heute ist zudem auch noch großer Verfallstag. Aber das Thema Zinsen und Zinserhöhungen, das hat den Markt fest im Griff. Dabei hatte man gedacht, okay, was die US-Notenbank betrifft, da hat man ja eigentlich den Worst Case schon eingepreist. Nervös sind die Märkte trotzdem geblieben und dass dann eben auch noch die Schweizer Nationalbank deutlich den Zins erhöht, das hatte man so nicht wirklich auf dem Schirm. Großbritannien ebenfalls quasi auch noch sich da eingereiht. Also dementsprechend das Thema Zinserhöhungen ist gerade einfach so ein allumfassendes aktuell. Und dann kommen noch die Rezessionssorgen dazu. Gerade nach schwachen Konjunkturdaten aus den USA haben wir das da auch gesehen. Der Dow Jones unter 30.000 Punkte gerutscht mit einem Minus gestern von 2,4%. Gemischtes Bild heute Morgen in Asien. Wie gesagt, zum Start rechnen wir erstmal mit grünen Vorzeichen. Danach sieht es gerade aus. Großer Verfallstag könnte die Kurse heute natürlich generell zum Schwanken bringen. Und am Nachmittag gibt es dann auch noch mal einiges an Daten aus den USA. Und aus der Eurozone gibt es die endgültigen Verbraucherpreise. Stichwort Inflation, da werden wir natürlich immer hellhörig. Also es bleibt spannend. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt.de, die ist heute Adidas. Die Aktie von Adidas hatte im August 2021 ihr Allzeithoch markiert. Seitdem befindet sich der Kurs in einem intakten, mittelfristigen Abwärtstrend. Gestern rutschte das Papier im Zuge der allgemeinen Marktschwäche auf ein 5-Jahres-Tief ab. Aus technischer Sicht bleiben die Bären so lange im Vorteil, bis der Kurs zwei bestimmte Widerstände zurückerobert. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die letzte Ausgabe von Ideas Daily TV für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.